Hallo mein Freund, Flavio Simonetti hier. In diesem Video geht es darum, geistliche Blockaden zu lösen. Ich muss zugeben, ich bin kein Psychologe und bin eher so einer, der sich mit mir selber viel beschäftigt hat und deswegen vielleicht dir den einen oder anderen Tipp geben kann. Und zwar, geistliche Blockade heißt, du fällst immer wieder in alte Rastermuster zurück und weißt nicht so wirklich, was du daran ändern kannst. Und da will ich dir vielleicht ein paar Tipps geben, wie du aus diesen Blockaden rauskommen kannst. Ich habe ein paar Mädels, die hier hinter mir rumhilfen. Naja, wurscht. Kriegen wir hin, Jungs. Das lösen wir. Ja, bei dem Thema habe ich gemerkt, dass jeder seine Blockaden hat, verschiedene Situationen, die im Leben vielleicht passiert sind und auf die wir immer wieder unbewusst drauf zurückgreifen. Und es kann sein, dass du irgendwie in der Schule gemobbt wurdest und dich deswegen nicht traust, vor Menschen zu sprechen. Es kann sein, dass du dich nicht traust, Verhandlungsgespräche mit dem Chef zu führen, weil du früher, als du mutig warst und dich getraut hast, was zu sagen, vielleicht rund gemacht wurdest. Und da gibt es zwei Herangehensweisen. Es gibt die eine, wo man sagt, ich überlege mir, was waren denn so die Ereignisse, die damals in meiner Kindheit dazu beigetragen haben, dass ich dieses eine Ereignis immer wieder als negative ertrachte. Und die andere Sache ist, dass du dich mit der Zukunft beschäftigst, dass du sagst, ich versuche immer wieder diese Situation, die mir jetzt unangenehm ist, anzugehen und dadurch dieses negative Gefühl einfach loszuwerden. Also so wie ich zum Beispiel, ich bin so ein Typ, ich gehe nicht so gerne in die Höhe und durch Fliegen oder durch Bergwandern oder durch sowas in der Richtung, wo du sehr in die Höhe musst, hilft es mir auf jeden Fall, meine Angst in diesem Bezug zu überwinden. Und das kann ich dir auf jeden Fall auch empfehlen, dass du erstens deine Angst angehst und die Blockaden, das ist so frontal in das Problem schauen und immer wieder angehen, bis es immer kleiner wird. Ich war auch so ein Typ, habe ich in einem anderen Video schon gesagt, dass ich Schwierigkeiten hatte, vor Leuten zu reden. Und mittlerweile fällt mir das gar nicht mehr so wirklich schwer, weil ich es immer wieder gemacht habe. Also ich habe immer wieder in größeren Konferenzen aufgestanden, Fragen gestellt, obwohl es mir sehr unangenehm war, weil ich ein Typ bin, der nicht so gerne im Mittelpunkt steht, auch wenn sich das jetzt hier mit dem Video ein bisschen vielleicht nach außen ein bisschen komisch wirken mag, aber ich bin echt kein Typ, der sagt, ich bin voll gerne im Mittelpunkt, yeah, cool. Aber ich habe es gelernt, einfach immer wieder meine Angst anzugehen und auch manchmal zu schauen, was waren denn die Auslöser aus meiner Kindheit. Und ich habe ganz oft gemerkt, es waren ein, zwei Erfahrungen, die dazu geführt haben, dass ich diese Blockade den Rest des Lebens hatte, also Rest des Lebens mit 30. Und ich glaube, das findet ganz häufig bei vielen Personen statt, die mit 40, 50, 60 teilweise noch so ein Groll gegen Eltern haben, gegen Freunde, gegen Geschwister, weil sie ein, zwei Erfahrungen hatten und zu stolz sind, sich diese zu lösen. Und da will ich einfach an dich appellieren, wenn du wachsen willst, dann geh die Dinge an, die dir am meisten wehtun, die am schmerzhaftesten sind. Und ich habe genau diese Erfahrung gemacht, dass das mich am allerweitesten gebracht hat. Die Dinge, wo ich sage, am liebsten würde ich sein lassen, aber irgendwie muss ich ja, weil ich will charakterlich weiterkommen. Und es hat so viel in mir gelöst und ich wäre bestimmt nicht hier und hätte dieses Video gemacht, wo gerade hinter mir hier 30 Mädels vorbeigelaufen sind, wenn ich diese Blockaden nicht gelöst hätte. Also Jungs, alles easy, das funktioniert, aber du musst Step by Step jeden Tag winzige Schritte in die Richtung machen und du wirst merken, dass du charakterlich wirklich weiter wachsen wirst. Und wenn dir das Video gefallen hat, gib einen Daumen hoch und komm zu meinem Naturgewaltseminar. Dort will ich dir zeigen, wie du zu einer echten Persönlichkeit wirst. Ich will dir zeigen, wie aus dir etwas Außergewöhnliches wird. Ein Tag, wo ich dein Leben auf den Kopf stellen will mit dem breitesten Pastor Deutschlands und Nana. Unterhalb des Videos findest du links den Link. Bis zum nächsten Video. Dein Flavio Simonetti.